Geht's irgendwie anscheinend los, ne? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Raum für Notizen bei Alex. Ich bin Frauke Offenberg und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, mit dem ich eine halbe Stunde lang über eine der schönsten Nebensachen der Welt sprechen kann, nämlich übers Tanzen. Sie ist die Geschäftsführerin des DOC 11 in Berlin-Prenzlauer Berg. Herzlich willkommen, Kerstin Seligmüller. Hallo. Das DOC 11 ist das einzige Haus in der Berliner Theaterlandschaft, in dem fast ausschließlich das ganze Jahr getanzt wird. Ob in Kursen, in eigenen Produktionen oder in Gastproduktionen. Das seit fast 18 Jahren. Sie sagen trotzdem, ich will überrascht werden. Nach so einer langen Zeit. Sind Sie das noch? Werden Sie noch überrascht? Ja, absolut. Also es ist immer noch spannend, Künstler zu entdecken. Und ich gehe auch grundsätzlich nicht in die Proben. Es ist ja oft so, dass Häuser geleitet werden und die Leitung dann in die Proben geht und sagt, das müsste noch geändert werden und so weiter. Aber wir haben da so einen ganz anderen Ansatz. Wir sehen uns auch nicht als Leitung, sondern mehr als Koordinatoren und sind dann doch sehr überrascht teilweise, was in den Proben entsteht und kommen dann auch zur Premiere, genauso wie alle anderen Gäste auch. Völlig frei von irgendwelchen Vorstellungen, was da auf Sie zukommt? Ja, ich meine, es gibt natürlich immer Konzepte, aber dann gibt es auch das Tagesgeschehen. Es gibt manchmal auch tragische Umstände während einer Produktion, Todesfälle oder auch 11. September oder diese Katastrophe in Japan. Und sowas ändert dann ganze Konzepte und dieses Tagesgeschehen fließt dann auch in diese Produktion wieder mit ein. Das DOC 11 hat mehrere Säulen, ja. Die Produktion, die eigene Produktion, die Gastspiele und die Tanzkurse. Was würden Sie sagen, ist das Herz des DOC 11? Ich glaube, diese Mischung. Man muss sich auch vorstellen, also dazu kommen jetzt ja auch noch diese ganzen Produktionen, die in unserem neuen Ort in Pankow produziert werden. Das sind Produktionen mit fünf Sternen. Ja, was eigentlich eher so ein Spaß ist, ne? Und dort produzieren Kompanien aus der ganzen Welt, also, weil in Berlin leben die Künstler, die kommen hierher, produzieren und haben dann aber ihre Premiere in Brüssel. Das kommt jetzt noch verstärkt dazu. Es ist die Mischung, um auf die Frage zurückzukommen. Und man muss sich auch vorstellen, dass eine Tänzerin, die auf der Bühne steht, die unterrichtet dann auch, dann bringt sie ihre Tochter zum Tanzen, produziert ihr eigenes Stück. Und die Rollen in diesem ganzen Ort, die wechseln. Künstler stehen am Tresen, weil sie gerade ein bisschen Geld brauchen. Und so findet im Grunde alles miteinander statt und ist alles auch gleich wichtig. Ist das das, was das DOC 11 auch unterscheidet von anderen Tanzschulen? Das kann sein, aber wir haben eigentlich noch nie geguckt, was machen die anderen, sondern bei uns ist eigentlich fast alles aus dem Bedarf heraus entstanden. Also wir haben auch nie geplant, ein Theater zu machen, aber als wir eigentlich wollten wir nur eine Tanzschule aufmachen, aber dann wollten alle in diesen schönen Studios performen. Dann war jedes Wochenende dort Performance, alles musste abgebaut werden, dann hatten wir viel zu tun, weil dann Montag schon wieder die Kurse waren, dachten, ach, dann nehmen wir noch einen Raum dazu. Und so ist es eigentlich dann eher entstanden. Und deswegen ist es so ein gewachsener Prozess, der jetzt nicht vorher theoretisch konzipiert wurde. Überrascht war ich über die Zahl Ihrer Schüler. Sie haben insgesamt 900 Kinder und Erwachsene, die bei Ihnen das Tanzen lernen, ja. In verschiedenen Richtungen. Das ist Streetdance dabei, da ist Ballett dabei. Die Warteliste ist auch lang. Woher glauben Sie, kommt diese Begeisterung fürs Tanzen? Ist es das Tanzen an sich oder ist es vielleicht sogar Ihr Haus, was besonders anzieht? Denke ich, ist auch eine Mischung. Also ich glaube, dass alles, was mit dem Körper zu tun hat, sich schon, also es ist nicht mehr so exotisch. Also man kann jetzt auch schon Yogamatten bei Aldi kaufen. Also was natürlich auch zeigt, das ist irgendwo auch angekommen. Und auch früher war vielleicht so ein dickes Autofahren und Fleisch essen, so nach dem Krieg, so ein Zeichen von Wohlstand. Und heute ist es eher auch so, dass jemand, der in seinem Körper sich wohlfühlt, also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man schlank ist, aber dass man ein Körperbewusstsein hat, auch schon ein Ausdruck von Wohlstand und Wohlbefinden ist. Also das zum einen.
dann leben wir in einem Bezirk, wo man sich gerne fortpflanzt, wo auch eine gute Community dafür ist. Also ich habe ja auch selber zwei Kinder und fühlte mich da auch sehr aufgehoben. Ja. Und ich glaube, es ist auch anders als in der Vorstadt von Hamburg, wo ich ja herkomme, also wo man dann eher lost ist, wenn man Kinder hat. Hier kann man weiterarbeiten, alles läuft weiter, Kinder hat man auch. Und also das ist auch ein Grund. Und dann, denke ich, ist unser Ort auch einfach ein witziger Treffpunkt. Also es ist dann riesig, ist immer was los. Man trifft viele nette Menschen, die Eltern treffen sich auch, die Kinder tanzen und die Eltern können sich dann unterhalten, mal in Ruhe einen Kaffee trinken. Und ich glaube, dadurch, also sowas wäre natürlich auch in der Uckermark oder so gar nicht möglich, weil da gar nicht so viele Menschen sind. Wir sind ja auch in einem sehr dicht besiedelten Bezirk. Um nochmal auf dieses Körperbewusstsein zurückzukommen, hat das eigentlich jeder? Oder haben Sie auch schon mal Menschen nach Hause geschickt und gesagt, nee, also für dich ist Tanzen nichts? Wir haben ganz tolle Beispiele. Also zum Beispiel war mal eine Radiosendung Multikulti, ich sollte irgendwie ein Rätsel aufgeben und da rief dann jemand an, der dachte, ach, ich beantworte mal das Rätsel und schenke meinen Kindern einen Kurs. Und die hatten aber keine Lust und er kam dann selbst. Mit um die 50, so einen Schreibtischrücken und hat sich, tanzt immer noch seit über 10 Jahren bei uns und die Körper können sich in jedem Alter noch verändern. Aber es gibt doch Menschen, die haben ganz offensichtlich zwei linke Füße, kein Rhythmusverständnis. Was machen Sie mit denen? Also davon bin ich eigentlich nicht so überzeugt. Also ich glaube, dass in unserer Kultur, also deswegen auch so diese ganze, wie die Schule aufgebaut ist oder auch wie unsere ganze Arbeitswelt organisiert ist oder auch unsere ganze evangelisch geprägte oder christlich geprägte Kultur, so ein bisschen tanzfeindlich, es gab ja auch früher Tanzverbote, die haben dazu geführt, dass vieles verkümmert ist. Aber ich habe eigentlich auch noch nie festgestellt, dass es wirklich Menschen gibt, wo Hopfen und Malz verloren ist. Also das habe ich eigentlich noch nie. Es gibt ja auch viele Sachen, man kann über Yoga, über Pilates ja auch erstmal soft zu so einem Körpergefühl kommen, bevor man jetzt, also es gibt ja auch sehr akrobatische Tanzkurse. Bevor also man erst sich das Gefühl für den Körper, dann die Bewegung. Genau, wo man hat ja verschiedene Möglichkeiten einzusteigen und die Dozenten, die gucken auch auf die Körper, gucken auf die Menschen und sagen dann auch, Mensch, geh mal dahin, das würde dir vielleicht noch ganz gut was bringen, bevor du jetzt dies machst oder so. Wie sind Sie eingestiegen? Wann ist bei Ihnen die Begeisterung für den Tanz entflammt? Also ich wollte natürlich immer Prima Ballerina werden, ist ja klar. Aber das ist natürlich auf dem Dorf ein bisschen schwierig. Und wir sind auch viel umgezogen. Ich war in allen möglichen schärfsten Dorfballettschulen, also wo dann alle zusammengewürfelt wurden. Also gar nicht nach Alter oder Leistung, sondern einfach die überhaupt zusammenkamen. Und eigentlich habe ich habe dann Schriftsetzerin gelernt und habe dann auch in Hamburg bei der Szene gearbeitet und in Druckereien da. Und habe dann die Tanzausbildung gemacht, einfach aus Spaß. Also ich habe mir die auch selber finanziert und wollte jetzt gar nicht unbedingt Tänzerin werden, aber Tanzpädagogin, das habe ich schon sehr gerne gemacht, auch sehr lange. Aber wann kam der Entschluss, den Tanz zum Beruf zu machen? Sie sind ja auch noch eine ganze Weile zweigleisig gefahren. Ja, eigentlich bis heute. Ich bin ja immer noch Grafikerin und Schriftsetzerin. Ich habe mir gedacht, ich will mal was Krisensicheres machen, weil ich habe Schriftsetzerin noch im Bleisatz gelernt, das muss man sich mal vorstellen. Und Tanz ist krisensicher. Ja, und dann habe ich mitbekommen, dann kam der Fotosatz, die Computer. Meine ganzen Kollegen, die seit Jahrzehnten Schriftsetzer waren, haben alle ihren Beruf verloren. Es gab Photoshop. Unsere halbe Berufsschule wurde geschlossen. Die ganzen Repro-Fotografen, habe ich gedacht, Gott, das war wie so eine Art Erdrutsch, ne, von der ganzen Druckindustrie. Und der Tanz, da habe ich gedacht, da gab es schon Höhlenmalereien, ne? Und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Also ich glaube auch nicht, dass so eine Wii oder sowas den Tanzunterricht ersetzt. So eine Computerspiele. Nee, man will sich ja begegnen. Also ja. Man will ja auch, das Doc 11 ist wirklich in dieser digitalen Welt ein Ort, wo Mensch und Mensch zusammen im Raum eine Aktion macht. Und ich glaube, das ist krisensicher. Das wollen wir. Aber dass Kultur mal als krisensicher bezeichnet würde, würden sich viele wahrscheinlich nicht unbedingt denken. Also hat es gar nicht so viel Mut gebraucht, diesen Schritt zu wagen?
Ich glaube, dass man muss natürlich auch die Zeit betrachten. Es war natürlich die traumhafte Zeit in Berlin im Osten, als es noch kein Bauamt gab. Und es sind ja viele tolle Sachen entstanden in der Zeit. Man konnte einfach machen, was man wollte. Es gab keine Vorschriften. Und ich denke, dass, also das haben wir jetzt auch mit unserem neuen Objekt gemerkt, jetzt mit Bauaufsicht und diesem Ganzen, ist das schon nochmal eine andere Sache. Und ich glaube, Anfang der 90er Jahre konnte man spielen in dieser Stadt. Und es war mehr ein Spiel, es war mehr eine Lust oder es ist entstanden. Viele andere Dinge auch. Und die Kastanienallee, da wo das Doc 11 ja beheimatet ist, war ja auch noch nicht die Castingallee, die sie heute ist. Nein, da sind ja noch die, unsere brasilianische, afro-brasilianische Tänzerin, die da unterrichtet hat. Die hat sich noch mit dem Taxi direkt auf den Hof fahren lassen, weil sie Angst hatte auszusteigen. Weil sie solche Angst hatte, weil nur Deutsche auf der Straße waren. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also, weil, wenn man jetzt aus, ich habe ja auch in Hamburg in den Vierteln gewohnt, wo ganz viele Ausländer gelebt haben, das war man gewohnt. Und dass man dann plötzlich irgendwo lebte, wo nur Deutsche waren, das war richtig gruselig. Und jetzt ist es ja auch wieder sehr international. Haben Sie damals einen Riecher gehabt, dass da wird was draus aus der Gegend? Nee, nicht unbedingt. Wir haben, das war so ein Hobby, das gibt es eigentlich auch immer noch, das machen wir immer noch. Also wenn ich sage wir, meine Partnerin Wiebke Jansen und ich, wir haben früher alle möglichen Höfe uns angeguckt und sind da so rumgestromert, haben geguckt, wo kann man das machen. Und was natürlich perfekt war, war die Anbindung an die Verkehrsmittel. Dann eben dieser Bezirk, der sehr dicht besiedelt ist. Und dann in diesem dicht besiedelten Bezirk eine sonnendurchflutete Fabrik in der Dimension. Die haben ja dann auch gleich dem Senat vorgeschlagen, das wäre doch das Top-Tanzhaus. Ne? Haben alle eingeladen und gesagt, wir können doch ein Tanzhaus machen und so. Weil damals stand ja alles leer, man hätte da 9 Studios machen können. Ne? Mhm. Ich habe gelesen, am Anfang hatten Sie den Traum von so einer Art Factory, wie Andy Warhol sie gehabt hat. Wie viel von diesem Traum ist wahr geworden? Eigentlich eine ganze Menge. Es sind ja Andy Warhol und auch Joseph Beuys, also die uns ja geprägt haben. Und was mich begeistert hat, es kam damals diese Platte raus, Songs for Drella von Lou Reed und John Cale. Und wo dann auch gesagt wurde, also wie diese Fabrik, also ich habe da auch viel drüber gelesen und man kennt ja auch viel. Was ich gut fand, war, dass zwar so eine Freiheit war, jeder konnte machen, was er wollte, aber Andy Warhol hat auch immer alle dazu getriezt, auch wirklich zu arbeiten und nicht nur rumzuhängen. Und diese Mischung, also, und das ist bei Beuys auch so, ja, er sagt, bei Beuys finde ich es noch interessant, dass er auch diesen ganzheitlichen Ansatz hat, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und das alles noch mit in seinen Ansatz einzubauen. Und diese Freiheit, also dass man die größtmögliche Freiheit gibt, aber trotzdem auch guckt, dass was passiert und nicht nur so rumgesessen wird und so. Diese Mischung, die funktioniert eigentlich sehr gut im Doc 11. Und es sind ja auch Künstler, die, viele Künstler, die bei uns angefangen haben, haben ja auch eine internationale Karriere dann gemacht. Ne? Viele bejammern zurzeit, dass solche innovativen Ideen in Prenzlauer Berg heutzutage kaum noch möglich sind. Dass eine Kultur verödet, die vor Jahren noch schillernde Blüten hervorgebracht hat. Wie sehen Sie das? Also das, da muss ich absolut zustimmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe, diesen neuen Ort in Pankow aufzumachen, man muss sich wirklich einen Rechtsanwalt nehmen, um mit dem Bezirk klarzukommen. Also es ist diese Vorschriften, also es gibt Vorschriften, okay, die müssen auch eingehalten werden. Ich möchte auch, dass das Publikum in Sicherheit ist und so. Aber so eng und kleinkariert, wie das dort gehandhabt wird, das zerstört auch so einen Bezirk. Oder dass da jetzt 90 Ordnungsamtshüter rumlaufen und gucken den ganzen Tag, dass man sich richtig verhält. Ich finde, da muss man auch wirklich mal gucken, also ob man so einem Bezirk dadurch dann auch nicht schadet. Also ist es eher die Obrigkeit, also die Bürokratie, nicht die Nachbarn, absolut. Die ja eigentlich es gibt wahnsinnig viele Initiativen und es gibt auch ganz tolle Vermieter, auch noch am Prenzlauer Berg. Es gibt natürlich auch viel diese schrecklichen, diese Geldmacherei dort. Aber
Ich kenne ganz, ganz viele Initiativen, die wirklich daran gescheitert sind, an diesem Bezirksamt, an diesen vielen, vielen Vorschriften. Und dass da auch keiner ist, der mal sagt, so ist der Fahrplan, ne? Sondern der eine sagt dies, der andere sagt das. Und da muss man ständig umbauen, bis man insolvent ist. Und das ist furchtbar. Und da denke ich, da müsste der Bezirk wirklich mal umdenken, so einfach mal sich in der Halle versammeln und alle müssten springen und rufen, wir arbeiten für den Bürger. Also es hört sich jetzt vielleicht hört sich jetzt ein bisschen an wie ein Joke, aber ich habe also von Minus auf Plus müsste mal dieser Bezirk umgewandelt werden. Ne? Nun gehört Pankow ja auch zum gleichen Bezirk. War es denn trotzdem dort einfacher für Sie jetzt mit dem neuen Haus? Wir haben ja, also das war eigentlich sogar fast so ein bisschen, also eigentlich wollten wir in die Gabati-Fabrik mit der Ernst-Buschke-Schule zusammen, eine lange Geschichte. Und dann haben wir den Bauplatz verloren, weil da irgendwie Eigentümerprobleme waren. Und dann haben wir die Villen gepachtet vom Bezirk, die eigentlich das Kulturhaus in Pankow waren, und haben auf dem Grundstück gebaut. Und das war auch, waren sehr, sehr schwierige Verhandlungen, also mit dem Bezirk bezüglich der Villen. Also, und da gibt es ja noch dieses andere Kulturhaus in Weißensee. Und ich denke, wenn die da also nicht so gegen einen arbeiten würden, vor allen Dingen das Immobilienamt, könnte man mit diesen Liegenschaften, die in Berlin sind, ganz tolle Sachen machen, die sich auch, also auch wirklich also in das Humankapital investieren und auch in die Ausstrahlung von so einem Bezirk investiert sind. Und da gibt es jetzt eine ganz tolle Initiative, Stadt Neu Denken. Und die sagt, wir wollen jetzt, dass das Liegenschaftsamt wirklich diese tollen Immobilien, die das Land hat, wirklich an die Künstler gibt, damit die nicht dann irgendwann in den Speckgürtel müssen, weil sich die Stadt nicht mehr leisten können. Eden heißt das Haus ja nicht ohne Grund, sondern es soll ja das Paradies sein. Wie ist Ihre Vision für dieses neue, ja, kann man noch neues Haus sagen? Ist ja schon eigentlich seit 3 Jahren da. Ja, ungefähr kann man noch sagen, ne? Ja. Ja, Eden, wir haben natürlich ganz viele Künstler gefragt, wie soll das Haus heißen? Wir wollten, weil wir mit so vielen Internationalen arbeiten, Doc ist Englisch-Deutsch, versteht jeder, ne? Eden auch. Ja. In jeder Sprache fast verständlich. Kann jeder auch schreiben, ist kein CH drin und kein Ä. Und es kam eigentlich von den israelischen Künstlern. Und für die ist es einfach ein Garten. Mhm. Also gar nicht so dieser Garten Eden. Für uns, ja. Sondern einfach ein Garten. Ne? Ja. Und das fanden wir irgendwie ganz witzig mit den 5 Sternen. Das kam eigentlich, weil in der Süddeutschen Zeitung war mal so ein Artikel über die 5 Sterne, was die eigentlich bedeuten, dass man einen Fernseher hat, ein Telefon, also ein Zeug, was man gar nicht braucht. Und dann haben wir gedacht, aber wir haben alles, was man braucht. Ne? Und haben uns einfach diese 5 Sterne gegeben und haben eigentlich so gedacht, ob mal irgendeiner kommt und uns die wieder wegnimmt. Ne? Weil 5 Sterne heißt Luxus. Ja. Und man kann ja mal drüber nachdenken, was ist eigentlich Luxus? Ne? Was passiert denn in den Häusern? In den Häusern? Ja, das erstmal gibt es da 5 riesengroße Studios und da wird wild produziert. Jetzt kommt wieder Peaches und produziert Orfeos und dann viele Musiktheaterproduktionen, Schlossverspiele Herrenhausen, unsere eigenen Produktionen, Sophienseele, Hau, Deutsches Theater, alle produzieren da. Ja, und dann laufen die teilweise im Sommer dann auch im Kostüm, stehen die so im Sombrero-Kostüm und rauchen eine. Und es mischt sich dann da so alles. Und dann haben wir so ein Café, das ist dann wie so eine Art Theaterkantine. Da kann man auch mit dem Laptop sitzen. Dann haben wir Gästezimmer, Kinderkurse, Therapiezimmer, dann viele Symposien, viele Treffen von Leuten, also ganz gemischt. Ne? Die Baukosten für das Eden wurden gefördert von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie. Ja. Wäre das Projekt ohne diese Förderung möglich gewesen? Auf keinen Fall. Also und da muss ich mal sagen, eine Top-Zusammenarbeit mit der Klassenlotterie. Wirklich. Das, ohne diese Mittel, also es waren ja 1,56 Millionen netto, das hätten wir so spontan nicht aufgebracht. Ja, weil wenn man sich Ihr Haus anschaut mit den 76 Tanzkursen, mit den 900 Schülern, sieht auf den ersten Blick aus, als wären Sie finanziell richtig gut gestellt. Mhm.
Wie schwer, ja, ist es, so einen Betrieb am Laufen zu halten? Total, das ist ja schwer. Als Geschäftsführerin ihr Job. Ja, das ist eben so, dass man da schon so den ein oder anderen Adrenalinschub hat. Und dass man wirklich jeden Cent, der irgendwem aus der Tasche fällt, ne, ob das für einen Kaffee ist oder für eine Gummischlange, die muss man so aufheben. Und den dann in so ein Riesenloch reinstopfen, was dieser Ort eben auch an Geld verbraucht im Monat. Ne? Mhm. Wir haben ja auch, glaube ich, 60 Mitarbeiter, wobei einige sind dann auch nur eine Stunde in der Woche da, andere häufiger. Und das muss ja alles finanziert werden. Und man kann sich vorstellen, dass so ein riesengroßer LKW so an Kleingeld reinfährt, ne? Und der fährt dann auch immer gleich am Anfang des Monats wieder raus. Und ja, ja. So funktioniert es. Es ist genauso wie beim Radialsystem. Ich war letztens auch bei so einer Sitzung. Ja, Herr Sandig, Sie machen ja so ein geschäftliches Erfolgsmodell. Ich meine, jeder, der einen Taschenrechner bedienen kann, weiß, dass es total hart ist, sowas zu machen, ne? Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, ja. Karl Valentin gesagt. Sie sind ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, auch zweifache Mutter. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Ja, erstmal, weil wir super Mitarbeiter haben. Also wir haben, also bei uns arbeiten eigentlich nur Leute, die auch so ein bisschen Freigeister sind, die nicht in so einer Angestelltenmentalität arbeiten. Und nur so funktioniert das. Dann haben wir ein Papier, also wir haben gar kein Büro. Sie haben auch keine Stechuhr. Nee, wir haben das Büro abgeschafft, weil ich irgendwie gelesen habe bei Holmfriede, wenn man einen Laden hat, soll man alles, was nervt, abschaffen. Da haben wir dann erstmal unser Büro abgeschafft und wir arbeiten so gut wie papierlos. Also Buchführung muss natürlich mit Papier sein, ansonsten arbeiten wir nur über einen Laptop und mit PDF-Dateien, die hin und her geschickt werden. Und haben ein System, eine Ablage in so einer Cloud, haben auch keinen Server mehr, kein Netzwerk mehr. Und haben das alles total runtergestrafft. Und es gibt eben auch keinen Service. Also wer zum Beispiel bei uns jetzt ein Studio bucht, hat sozusagen so eine Art EasyJet-Service. Und wenn jetzt mehr Service gebraucht wird, muss das auch bezahlt werden. Und nur so können wir im Grunde dann auch die Probenräume günstig anbieten. Das heißt, wenn man Sie im Café im Dock 11 sitzen sieht, dann sind Sie wahrscheinlich bei der Arbeit. Genau. Und nicht beim Kaffee trinken. Nee, das, oder beides. Nee, das ist ja so, dass ja meistens im Büro der Kaffee so schlecht schmeckt. Ne? Und deswegen haben wir gedacht, dann kann man eigentlich gleich direkt neben der Espressomaschine auch arbeiten. Und sehr schlau gedacht. Ja. Teilen Ihre Kinder eigentlich Ihre Leidenschaft fürs Tanzen? Ja, also mein Sohn, der ist so ein Mover. Der macht das und meine Tochter eher so auf intellektueller Ebene. Also die ist mehr so ein geistiger Typ, die sind extrem unterschiedlich. Und ich glaube, dass das war für die ganze Familie total aufregend jetzt auch mit dieser großen neuen Baustelle und so weiter. Und ich glaube, dass da waren die ja dann, die sind jetzt schon 14 und 16, das haben die auch so ziemlich hautnah mitgekriegt und das war für alle schon aufregend. Das ist auch ein Teil ihres Lebens, denke ich. Was sagen die denn zu Mamas Arbeit? Letztens sind wir irgendwie spazieren gegangen, haben die gesagt, oh, guck mal, die Armen, die müssen an so einem Arbeitsplatz arbeiten. Und da habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich können die sich denn später überhaupt noch anpassen. Ne? Ja, was ist, wenn die Bankkaufmann werden wollen? Ja, das ist mir egal. Also, jeder soll das machen, wozu er Lust hat. Ich glaube, nur da ist man auch wirklich gut. Ne? Ja, aber da hätten Sie dann den Arbeitsplatz, den Sie bis jetzt nicht kennen. Ja, aber ich meine, vielleicht, das ist ja auch so, dass Kinder auch in die Opposition gehen und vielleicht sagen sie, na, so eine Art, so möchte ich eigentlich nicht arbeiten mit einem Laptop auf dem Schoß, auf dem Sofa oder so, sondern ich möchte irgendwie ein richtiges Büro haben oder so. Wahrscheinlich habe ich vielleicht auch irgendwann wieder ein Büro. Das sind ja auch alles Sachen, die sich auch ständig verändern. Was würde Sie vielleicht noch mal Neues reizen, wenn Sie des Tanzens überdrüssig werden oder kann das nie passieren? Na, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich jeden Tag eine neue Idee habe. Und ich hatte mir letztens mal was ausgedacht. Und zwar, dass man so eine Reederei fragt, ob man so ein altes Fährschiff mal für ein Jahr bekommt.
Und da, wo die Autos stehen, sind so Tanzbühnen macht. Oben kann man wohnen, dann hat man auch eine Kantine oder auch einen Club. Und dass man dann einmal im Kreis das ganze Mittelmeer lang fährt und da, wo Krieg ist, dann in der Drei-Meilen-Zone davor stehen bleibt. Und dann könnte man auch alle Illegalen auftreten lassen, weil die könnten ja mit dem Hubschrauber kommen und auch wieder wegfliegen. Und dass man sozusagen so ein Tanzfestival des Friedens so im Mittelmeer macht. Ist vielleicht ein bisschen utopisch, könnte ich mir aber ganz gut vorstellen. Aber alle Ideen, die Sie haben, haben irgendwie mit Tanz zu tun? Ja, erstmal, also ich tanze jetzt auch wieder, habe eine längere Pause gemacht und habe festgestellt, es ist einfach toll. Also ist schon was Besonderes, was Tolles, was... ehrlich gesagt, stört mich so bei Theater dieser dauernde Konflikt. Also immer müssen sich alle anschreien oder konstruieren irgendwelche Konflikte. Und das muss man im Tanz gar nicht. Also deswegen wird er vielleicht auch nicht so schnell verstanden. Aber man kann beim Tanzen, muss man das auch gar nicht verstehen, weil das teilweise auch so eine energetische Botschaft ist. Also wo man eben was mitnimmt, was man vielleicht auch nicht erklären kann. Und dieses Offene, das finde ich auch bei der Musik spannend, das finde ich einfach nach wie vor faszinierend. Nun sind Sie den ganzen Tag mit Theater, mit Tanz beschäftigt. Das, was andere in Ihrer Freizeit machen, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Gehen Sie noch ins Theater? Ja, also ich gehe ins Theater. Wir segeln mit den Kindern auch, also auf dem Werbelinsee mit so zwei Jollen. Da kommt der Norddeutsche dann wieder durch. Genau, also alles, was mit Wassersport zu tun hat, Angeln, Segeln und so, das... ja, ich glaube, das ist so diese nordische, ich meine, was natürlich tragisch ist, wenn man aus Hamburg kommt, also ich vermisse schon den Hafen hier. Also ich bin gerne, deswegen auch das Segelboot, also ich bin gerne so in so einer Hafenatmosphäre. Ich liebe Schiffe, deswegen vielleicht auch diese Idee mit dem Schiff. Und deshalb heißt es Dock 11, Dock 11. Richtig. Damit es wenigstens eine Wortnähe hat. Ja, das lag auch daran, wir waren ganz viele Künstler am Anfang. Ja. Also die da alle, wir sind nur übrig geblieben. Ne? Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg fürs Dock 11, fürs Eden, das neue Haus mit den fünf Sternen. Ja. Und für alle weiteren Pläne, ob es die Kreuzfahrt wird oder was auch immer Sie sich noch Interessantes einfallen lassen. Ja, das war Raum für Notizen mit Kerstin Seligmüller von Dock 11. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke schön. Ja, die Hamburger. Das Segeln, das fehlt mir an. Ja? Ja. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich so einen Laser an.